Sandra, wir sind auf der FAFCA 2024. Wie lange sind Sie denn schon bei der FAFCA dabei und mit welchen Zielen sind Sie hergekommen? Sind diese erfüllt worden? Auf der FAFCA sind wir, seit es die FAFCA gibt, schon noch in der Zeit, wo die Kombination mit der Herbstmesse war und dann in der FAFCA. Ja, ohne Ausnahme, wir waren jedes Jahr dabei, sind auch stolz, jedes Jahr dabei zu sein und fühlen uns auch ein bisschen dazu verpflichtet, als Tiroler Traditionsunternehmen an solchen Messen teilzunehmen und für unsere Kunden da zu sein. Und wir dürfen glücklicherweise auch sagen, wir sind sehr erfolgreich, wir sind sehr zufrieden und müssen eigentlich auch der Messe Danke sagen, weil wir wirklich feststellen, dass die Qualität der Besucher sehr, sehr hoch ist und uns deswegen es möglich ist, auch direkt die Abschlüsse auf der Messe zu erzielen. Wir haben ja heuer als Motto der FAFCA, FAFCA mit Fischer, es geht sehr stark um die Zukunft. Was sind denn so Innovationen, die Sie in der Branche sehen oder die Sie auch hier abbilden? Dieses Thema Future ist sicherlich sehr interessant, ist vor allem auch für die junge Generation, sprich den zukünftigen Gastronomen, sehr interessant. Wir haben eigentlich bei der gesamten Produktpalette von den Produzenten die Unterstützung, dass bei jedem neuen Modell versucht wird, es umweltfreundlicher, energieschonender, sparsamer zu gestalten. Und wir haben einige Produkte, wo bei neuen Modellen die Energie, der Energiebedarf um 30% reduziert wurde. Also wir sind da sehr aktiv in dieser Richtung. Sie haben gesagt, Sie sind von Anfang an bei der FAFCA dabei, zählen also zu den größten Stammausstellern. Dürfen wir nachher nächstes Jahr auch wieder mit Ihrer Teilnahme rechnen? Ich gehe schwer davon aus, ja, dass wir nächstes Jahr wieder da sind.